Hallihallöchen, willkommen zurück bei Fallout New Vegas. Schauen wir mal, wie kann ich bei Ihnen Versorgungsproblemen behilflich sein? Der Major erlaubte, dass ich Soldaten Vorräte holen schickte. Aber sie kehrten leider nie zurück. Da gab es unterwegs wohl Ärger. Sie können helfen, indem sie die Soldaten finden und sie dabei unterstützen, die Vorräte hierher zu bringen. Okay. Ich habe sie zu Helios One geschickt, um zu fragen, ob sie Vorräte für uns haben. Sie müssen irgendwo zwischen dort und hier sein. Ich würde die Hauptstraße absuchen oder die Leute bei Helios One fragen, ob sie etwas wissen. Wir brauchen diese Vorräte wirklich, also beeilen Sie sich bitte bei Ihrer Suche. Ja, ich bin ja dabei, Mann. So, Wildkarte. Mal gucken, wie ich hier wieder rauskomme. Das war falsch rum. Ja, okay. Ja, man muss ja auch mal, ne, erstmal gucken, wo man lang muss hier. Helios One. Okay. Ich muss auf einem Speichern vielleicht direkt. So. Schnell speichern. Diese komische Ton kommt, bin ich immer ein bisschen eigen. Hä? Das reicht fürs Erste. Hä? War noch nix. Komisch. Manchmal ist es echt ein Zack. Angriff abgebrochen oder was? Ich weiß es nicht. Doch noch Angst gekriegt. Hat mich erschreckt. Leckkuhfanny. Mach schon sowas nicht mit mir. Helios One gleich. Ah, hier können wir auch nochmal Nelson. Ach, Nelson haben wir. Ne, ist doch da Nelson. Tankstelle Dorado. Maulwurfs Rattennest. Trockensee. Jo, das können wir mal ein bisschen im Nachhinein machen. Bisschen so erkunden und so. Aber jetzt machen wir erstmal so ein bisschen Aufgaben noch. Ein bisschen Aufgaben müssen. Und dann haben wir ja auch noch Aufgaben. Was ist denn mit den trainierten Todeskrallen? Trainierte Todeskrallen habe ich aber jetzt noch nie gehört. Aber von Todeskrallen würde ich mich gerne noch ein bisschen fernhalten. Weitergehen. Was gibt's? Wenn ich das nur wüsste. Sie haben aber gekämpft wie die Löwen. Wir waren in der Überzahl, sicher mit 20 zu 1.
Sie hielten durch, solange sie konnten, und verloren den Großteil ihrer Leute, bevor sie flohen. Und wir bekamen ein kleines Abschiedsgeschenk. Sie haben das Kraftwerk teilweise genutzt, aber alles abgeschaltet und ein altes Sicherheitssystem aktiviert, sodass es für uns nutzlos ist. Ach, Wichser! Was? Sie waren vor einer Weile hier. Hab ihnen gegeben, was ich konnte. Nicht viel. Aber so schlecht es uns hier auch geht, denen geht's schlechter. Ich habe Soldaten gesehen, die dorthin versetzt wurden. Das ist, als gäbe man ihnen ihr Todesurteil. So etwas wünsche ich niemandem. Wir haben einen GPS-Marker in die Versorgungskiste gelegt, falls Sie sie suchen wollen. Ihr Pip-Boy kann das Signal finden. Viel Glück. Bis später. Der Ehrenkamer macht Hund sie auch nicht mehr so lecker aus, so gut aus. Schnell speichern. Schnell speichern. Ich höre Geschüsse. Jetzt nicht mehr. Komisch. Ja, allzu weit weg sind wir da auf jeden Fall nicht mehr davon. Oh, Feuergecko. Ob ich von hier aus treffe, den Feuergecko? Ich weiß es nicht. Wir versuchen es mal. Ah ja, einen hab ich erwischt. Ja, der sieht ja lustig aus. Der richtig Spaß, wa? Mal ein bisschen beiseite gehen. Oder war das nur der eine? Das ist der Gecko, den ich vor euch, den ich da von hinten aus angeschießt habt. Angeschossen, angeschießt. Angeschießen. Oh, Backe. Ich speichere mal direkt schnell. Oh nein. Ich die irgendwie, warte mal, die kann ich ja bestimmt zusammenführen, ne? Ah, der bringt mir eigentlich nichts, ne? 3, was habe ich, wenn ich habe 4? Ja, kann der Brillenhelm weg. Metallausrüstung 9, Janka Soldatenausrüstung 10. Ach so, jetzt sehe ich aus. Ja, gut, okay, dann bin ich mal hier. So, Waffen. Okay, kann ich das zusammenführen irgendwie.
Ah, Legionsrekruten sind das. Legionsohr. So, ab zur Ranger-Station. Kann ich die lesen? Eigentlich die Karten auch? Warte mal, das wollte ich mal. Diese Briefe, sonstiges. Ah ja. Das wollte ich eigentlich nicht. An meiner teuerste Ellen. Wir sitzen in der Klemme. Keiner der Männer geht davon aus, dass wir hier lebend herauskommen. Die Lage ist ziemlich finster. Ich schreibe diese Zeilen, damit du weißt, wie viel du mir bedeutest, falls mir etwas zustößt. Es war dumm, der NK beizutreten und dich zurückzulassen. Und ich habe jede Sekunde jedes Tages bereut, den ich hier bin. Mein einziger Wunsch ist es, dich wiederzusehen und in meinen Armen zu halten. Der Gedanke an dich gibt mir Kraft zum Durchhalten. Ja, ich habe Fehler gemacht, aber du warst das Beste, was mir je passiert ist. Es tut mir leid. Ich liebe dich, Harry. Ja, Harry ist tot. Was müssen wir jetzt? An meine Brüder. Wenn ihr das lest, bin ich wahrscheinlich einem Glückstreffer eines ekelhaften Legionärs zum Opfer gefallen. Hoffentlich ist der Dreckskerl tot und begraben. Aber wenn nicht, solltet ihr mich besser rächen, da ich euch sonst bis zu eurem Tode heimsuche werde. Quincy, PS, tötet die Legionsschweine, die ich übrig gelassen habe. Okay. So. Moment, jetzt holen wir. Hey! Ach, der Quartier. Hä? Wo ist denn der Quartiersmeister jetzt? Hier drin? Na gut. Aber das ist jetzt kein Clown. Jetzt ist es kein Clown. Save ist leer. Okay. Funktionskiste ist leer, die auch. Ja, dann werden wir jetzt einfach Zeit hier verbringen, weil die sind alle am Pennen. Glaube ich. Kampflos geben wir nicht auf. Darauf kann sich die Legion verlassen. Ich habe immer noch keine Vorräte übrig. Kann ich Ihnen sonst irgendwie helfen? Ich vermute, dass meine Männer tot waren. Ein hoher Preis. Aber diese Vorräte werden hier ein paar Leben retten. Ja. Danke für Ihre Bemühungen. Gerne. Schauen Sie doch mal bei Major vorbei. Das sollte ihn interessieren.
sprich mit dem Major. Major, Major. Gecko Steak. Ja, machen wir doch mal. Ein leckeres Gecko Steak, das geht immer. Wildwasser können wir auch herstellen. So. Sie sind verkrüppelt. Ja, das höre ich öfters. So, Moment. Was ist der Major denn? Pennt der auch noch? Hi. Oh, warte mal. Blee fliegen. Diese Blähfliegen. Mist. Na gut, dann keine Blähfliege. Sie müssen neu hier sein. Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Schon gehört. Die zusätzlichen Vorräte werden kurze Zeit helfen, aber das löst nur eines unserer Probleme. Ja. Durch die Überfälle der Legion in letzter Zeit gehen uns die einsatzfähigen Soldaten aus. Ein paar sind verletzt, mehr sind tot. Sprechen Sie bitte mit Dr. Richards und fragen Sie ihn, ob er Hilfe dabei braucht, unsere Truppen wieder an die Front zu bekommen. Okay, wird gemacht. Blähfliege. Wo ist der Doktor? Der pennt wahrscheinlich hier. Ja, natürlich. Hallo. Danke nochmal, dass Sie sich um meine fehlenden Medikamente gekümmert haben. Jetzt kann ich sie endlich für Leute verwenden, die sie brauchen. Mhm. Angesichts der aktuellen Auslastung und der Tatsache, dass ich der Einzige mit medizinischer Erfahrung hier im Lager bin, könnte ich Hilfe gebrauchen. Haben Sie medizinische Erfahrung? Ausgezeichnet. Wie Sie sehen, haben wir hier eine Menge verwundeter Soldaten. Ich hatte noch nicht die Zeit, mir alle anzusehen. Da Sie medizinische Erfahrung haben, könnten Sie sie bitte untersuchen und sie entsprechend behandeln. Ich speichere lieber, bevor ich die ersten gleich töte. Der Mann scheint im in der nächsten Nähe explodiert gewesen zu sein. Oberkörper ist vom Schnitt nur übersehen und schwer verbrannt. Eine falsche Behandlung in tödlichem Medizin von mindestens 45 Jahren. Ein super Stimpack auf jeden Fall sein. Versuchen wir es mal. Entweder töte ich sie jetzt hier alle oder ist. Die.
Okay, der wird vollständig genesen, die anderen leider nicht. Die sind so gut wie tot. Haben wir nur... Alle anderen sterben leider. Oh nein, hier ist noch eine Knochensäge. Hier sind Spritzen. Oh, hier sind Schläuche. Das hätten wir alles machen können. Warte mal, den kann ich ja noch, ne? Medex und Knochensäge. Schauen wir mal. Oh. Sehr gut. Haben wir jetzt irgendwie gerettet. Hey, passen Sie auf. Ich will nicht, dass jemand meine Patienten verletzt. Sie sind neu, nicht? Was kann ich für Sie tun? Nicht schlecht. Immerhin haben Sie niemanden getötet. Sie werden sich bald erholen und schnell wieder an der Front sein. Der Kreislauf des Lebens. Ja. Ich werde Major Poletley von Ihrer Arbeit hier berichten. Danke. Bis zur nächsten Folge.